Das muss was heißen. Wenn Tomatolix abbrechen muss, dann muss was heißen. Diese Selbstexperimente musste ich abbrechen, Tomatolix. Wir gehen rein. Wir gucken, welche Experimente er abbrechen musste. Fäkalien. Jetzt zum Wesentlichen. Kommst du auch an günstigere rein oder hast du Kontakte? Die letzten Monate waren echt ganz schön wild und ich habe eine Menge Videos gedreht. Ich war eine Woche lang jeden Tag high, habe im KitKat gefeiert, in einer Frauenarztpraxis gearbeitet, war auf einem Containerschiff gefangen, habe eine Tantra-Massage besucht, Salbe geraucht, gelernt professionell einzubrechen und wurde angezeigt. Okay, krass. Es gab aber auch in der ersten Hälfte des Jahres wieder einige Videos und Selbstexperimente, die ihr nie gesehen habt, weil ich... Also 30 Sekunden drin, was er dieses Jahr schon durchgezogen hat, ist wirklich insane, Mann. Abbrechen musste. Und ein paar davon möchte ich euch jetzt vorstellen. Und wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert unbedingt den Kanal. Ich habe gesehen, dass einfach 76% von euch noch nicht abonniert haben. Also holt das gerne mal nach. 30 Tage Looks-Maxing. Wie attraktiv kann ich werden? Eine markante Jawline, ein muskulöser Körper, eine makellose Haut. So hat der perfekte Mann auszusehen, zumindest wenn man sogenannten Looks-Maxern glaubt. Beim Looks-Maxing geht es darum, sein Aussehen durch... Ich habe das noch nie gehört. Looks-Maxern vertraut. Ich höre davon zum ersten Mal schon wieder. Was ist das denn? Jaw Exercise. Chat, was ist das? Verschiedene Maßnahmen zu optimieren, um dadurch attraktiver zu wirken. The Looks-Max Wave has officially taken the world by storm. Das geht dann von einer neuen Frisur über reinere Haut bis hin zur perfekten Jawline, einem muskulösen Körper und Hunter-Eyes. Im Extremfall aber sogar bis hin Hunter-Eyes. Ich habe auch Hunter-Eyes. Das ist schon wieder ein Begriff, den ich nicht gehört habe. Was sind Hunter-Eyes? Und Hunter-Eyes. Er schaut doch einfach nur grimmig. Er schaut doch einfach grimmig. Im Extremfall aber sogar bis hin zu Schönheits-OPs. Some people have speculated that Zac Efron has had fillers to his jawline or chin. Looks-Maxing hat seine Ursprünge wohl in Incel-Foren. Ich habe zum ersten Mal davon auf TikTok gehört. Da posten in den letzten Monaten super viele überwiegend junge Männer ihre besten Tipps und Tricks, um das eigene Aussehen zu verbessern. Sag mal so aus, Jawline war absolut nicht vorhanden. This is what all models do to look so much better than the average person. Fast forward 7 days and as you can see my face looks totally different. It's not a coincidence my jawline improved when I started lifting weights, eating better and sleeping more. Ich fand das Thema spannend, auch weil das so ein großer Hype ist und habe mich gefragt, inwiefern ich das schaffen kann, innerhalb von 30 Tagen mein Aussehen so zu verändern, dass es in dieses Ideal passt und was das mit mir macht. Chat, also gesellschaftlich ist es doch, also wenn Leute mehr auf sich achten und wenn sie sich gut ernähren und auf die Haut, ist doch alles super, aber ich glaube, die meisten machen das halt wirklich nur für ihr Bild nach außen. Da geht es gar nicht um sich selber. Die machen das nicht zuliebe zu sich selbst, sondern die machen das einfach nur, damit die auf Social Media oder nach außen gut aussehen. Und dann kommst du vielleicht irgendwann an den Punkt, dass du nach Jahren vielleicht erst checkst, ja, ich bin gar nicht glücklich, für was mache ich das eigentlich, damit irgendjemand auf Insta mich anschreibt. Also das ist so dumm. Wer in erster Linie nicht an seinem Charakter arbeitet, wenn er sich denkt, oh, ich könnte mal was machen, also, ne, dann siehst du gut aus, aber bist charakterlich eine Mülltonne, so. Also ob ich mich dadurch wirklich besser fühle. Ich versuche attraktiver zu werden. Was könntest du mir noch so für eine Frisur empfehlen? Da könnten wir letztendlich im Styling einfach ein bisschen was erarbeiten, was halt diese unvorteilhafte Stirn ein bisschen mehr bedeckt und dadurch das Ganze ein... Bro, zum Glück war ich noch nie in meinem Leben bei diesem Friseur. Er sagt zu Tomato liegt seiner Stirn unvorteilhafte Stirn. Das ist eine... Bro, die Stirn ist normal. Er sagt unvorteilhaft. Okay, wenn ich bei dem Friseur reinlaufen würde, er würde denken, okay, alles klar. Also hier reden wir nicht von unvorteilhaft, sondern Feierabend. Also... Ein bisschen maskuliner Wirkung jetzt. Bin gespannt. Also bin ich eingetaucht in die Looks-Maxing-Welt. Ziemlich schnell habe ich aber gemerkt, dass man überhäuft wird von falschen Versprechungen und sinnlosen Übungen. Die bekannteste Übung ist wahrscheinlich das Mewing. Mewing is a game changer, immediate impact. Bei Mewing wird die Zunge an einer bestimmten Position im Mund gehalten, wodurch der Kiefer eine besonders schöne und markante Form bekommen soll. Das klingt ja erstmal nicht schlecht, aber es gibt überhaupt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass das Ganze irgendetwas bringt und auch der Erfinder von Mewing ist umstritten. Je mehr ich mich mit meinem eigenen Aussehen beschäftigt habe, desto schlechter habe ich mich gefühlt. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass das Ganze nicht wirklich gesund für die Psyche ist. Das ist auf jeden Fall ungewohnt. Ich habe mir die Haare direkt wieder so gestellt, wie ich sie normalerweise trage. Das gefällt mir einfach besser. Looks-Maxing suggeriert, dass es nur ein einziges Schönheitsideal gibt und dass jeder so aussehen kann, wenn er sich nur genug anstrengt. You see, there are ways to make a big difference relatively fast. But the truth is, majority of you are just lazy and or comfortable. Yo, hat er gerade mit uns gesprochen oder was?
Ich bin doch nicht lazy. Kann ich doch nichts dafür, dass ich auf der Autobahn um 23 Uhr noch Hunger habe und rausfahre zur Raststätte und mir bei McDonald's mir 20 vegane so Plant-Based Nuggets ziehe und eine Pommes. Das hat doch nichts mit lazy zu tun, sondern ich habe das akzeptiert, dass ich 10 Minuten später ankomme, weil ich noch zum McDrive fahre. Dagegen ein bisschen auf sein Aussehen oder seine Körperpflege zu achten, aber Körper sind eben unterschiedlich und Looksmaxing führt bei Menschen, die vielleicht eh schon unsicher sind, einfach nur zu noch mehr Selbstzweifel. It masks itself as self-improvement, a hyperfixation on looks and breeds nothing but more insecurity. Natürlich hätte ich all das in einem Selbstexperiment ansprechen können, aber ich habe mich ehrlich gesagt einfach nicht so wohl damit gefühlt. Deswegen habe ich das Selbstexperiment abgebrochen. Ein Tag Toilettenreiniger auf der Autobahn. Ach du Scheiße, hat der nicht versucht. Also das ist wirklich krank. Da gehe ich wirklich 100-mal lieber in den Kanal rein. Das ist das Ding, da macht man den kleinen Skipperino. Da macht man den Skipperino, ne? Dafür sind wir mit verschiedenen Betreibern in Kontakt getreten und haben lange Gespräche geführt, aber irgendwann einfach keine Antwort mehr bekommen, sodass unsere Möglichkeit, das Ganze umzusetzen, irgendwann ziemlich begrenzt war. Also falls ihr jemanden kennt, der so einen Beitrag möglich machen könnte, dann schreibt mir gerne. Eine Sache, die man auch auf der Toilette machen kann, ist, ein Hörbuch zu hören. Ich habe mir zuletzt zum Beispiel nochmal den Klassiker Dame mit Charme angehört. Passt ja irgendwie. Was? Also irgendwie, ich fühle mich heute so clueless. Darm mit Charme, was passiert denn da? Darin erfährt man, wie wichtig das Organ eigentlich ist und was alles mit unserer Darmflora zusammenhängt. Wirklich super spannend. Das und über 1 Million weitere Hörbücher, Hörspiele und E-Books gibt es bei BookBeat, dem Sponsor des heutigen Videos. Also von Romanen über Fantasy bis zu Sachbüchern ist echt für jeden was dabei. Gerade wenn ich auf Reisen bin oder auch den Haushalt mache, höre ich echt super gerne Hörbücher. Das Coole bei BookBeat ist, dass ihr die Hörbücher in beliebiger Geschwindigkeit hören. Ja, und da kommen wir schon wieder zum Phänomen. Auf zweifacher Geschwindigkeit scheppert das halt dann wahrscheinlich schon doll, oder nicht? Eine Schlummerfunktion gibt, falls ihr Hörbücher auch gerne zum Einschlafen hört. Und wenn ihr viel unterwegs seid, könnt ihr die Bücher nicht nur streamen, sondern auch herunterladen und offline nutzen. Mit dem Code TOMATOLIX könnt ihr BookBeat jetzt für 60 Tage lang kostenlos testen. Der Code ist bis zum 31. Dezember gültig. Außerhalb der Aktion gibt es BookBeat bereits ab 9,99 Euro im Monat, für Studenten sogar noch günstiger. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Undercover in Europas illegalem Tabakhandel. Kriminelle Organisationen verdienen ja auf ganz unterschiedliche Arten Geld. Seien es jetzt Drogenhandel oder Einbruchsdelikte. Weniger bekannt ist aber, dass auch extrem viel Geld mit illegalen Tabakerzeugnissen umgesetzt wird. So werden in illegalen Zigarettenfabriken unversteuerte Zigaretten hergestellt, die dann von Straßenhändlern weiterverkauft werden. Allein in Deutschland wurden so im Jahr 2021 1,7 Milliarden illegale Zigaretten verkauft. Was? Also ich kenne es immer nur, dass man vielleicht mal zwei Stangen auf Krampf über... Dass man immer nur die Menge an Stangen über die Grenze mitnimmt, die man mitnehmen darf, wenn man irgendwo ist. Aber ich wusste nicht, dass es so ein riesen Business ist. 1,7 Milliarden illegale Zigaretten. Okay, du verkaufst halt eine Stange, Chat, in der Packung sind 20, in der Stange sind 10, also hast du halt direkt 200, ne? Der dadurch verursachte Steuerschaden betrug 364 Millionen Euro. Ich habe mich gefragt, wie der Handel mit illegalen Zigaretten genau abläuft und wer damit auf welche Art und Weise wie Geld verdient. Deswegen wollte ich unter anderem selbst illegale Zigaretten kaufen und bei einer Razzia einer illegalen Zigarettenfabrik dabei sein. Also habe ich verdeckte Ermittler beim Kauf illegaler Zigaretten begleitet. Was wird jetzt heute passieren? Was habt ihr vor? Heute wird ein fingiertes Treffen stattfinden mit einem Zigarettenhehler. Den guten Mann werden wir heute mal ein paar Stangen abkaufen. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, dass du am Anfang ja wirklich an der Basis dich befindest, bei den kleinen Zigarettenhändlern, aber doch irgendwo im Hintergrund der Gedanke, dass man über die Kleinen an die Großen kommt. Was geht denn los? Die Juden kommen schon. Da ist kein großer Unterschied. Einfach mit Zigaretten Geld verdienen. Super. Machen wir erstmal das Finanzielle. 400, ne? Genau, kann ich auch weitergeben. Also, so, jetzt zum Wesentlichen. Kommst du auch an günstigere ran? Oder hast du Kontakte? Kann ich hier einen Kontakt machen? Machst du einen Kontakt? Ja, ich verlasse mich drauf. Ja, sicher. Ja, ganz super. Wir sehen uns. Bis dann. Ja, melde dich mal heute Abend, bin in Kontakt, ne? Alles klar. So, da bin ich wieder. Hi. Hi. Ich finde es verrückt. Also, er sah jetzt nicht so aus, als ob er... Ich stelle mir immer so ein Business so vor mit so Leuten, die... Keine Ahnung, er sah aus, als ob er das selber irgendwie mitgebracht hat und nicht, als ob er irgendwie da jetzt auch wieder... Oder glaubt ihr, das ist so dieses Ding auch, dass die Großen halt dann
woanders sitzen, anders aussehen und dann halt an die Kleinen das rausgeben. Das ist wahrscheinlich wie das Weed verkaufen damals, als es noch illegal war. Sieht ja schon mal gut aus. Das ist die Ausbeute. Okay. Sie ist original. Ich habe jetzt versucht, einen Kontakt herzustellen zu noch jemandem, der uns günstigere Zigaretten, aber minderwertigere Zigaretten besorgen kann, so dass wir dann angeben, dass wir eine große Menge abkaufen, ne? Um dann an die Hintermänner zu gelangen. Nachdem der erste Kauf so gut geklappt hat, waren wir eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass wir auch bei einer Razzia dabei sein könnten. Dafür waren wir mit verschiedenen Leuten im Gespräch und wurden auch in einen extra Presseverteiler eingetragen, bei dem wir kurzfristig informiert werden sollten, wenn eine Razzia bevorsteht. Das Projekt zieht sich jetzt schon seit über 2 Jahren und obwohl wir mit verschiedenen Leuten im Gespräch waren, hat sich irgendwie nichts mehr weiter ergeben. Und naja, das Material, das wir haben, reicht halt nicht für ein ganzes Video. Deswegen haben wir das Video irgendwann nicht mehr weiterverfolgt. Wie schwer ist das Cannabis? Ich glaube, das wär dann mehr so die Razzia an sich gewesen und jetzt nicht, dass halt da Zigarettenhändler hochgenommen werden. Ich glaube, die Razzia an sich wäre spannend gewesen. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, wie schwer ist es, Cannabis anzubauen? Also wir haben hier einen im Chat, der meinte, er erntet alle 2 Wochen. Glaube ich nicht. Aber wir werden sehen, wie schwer das jetzt ist. Ich glaube, dass es nicht so schwer ist. Du brauchst die richtige Belichtung. Ich glaube, wenn du so ein Grow Kasten hast, mit oben einer geilen Lampe, unten die Pflanze, jeden Tag gießen, könnte das schon schnell gehen, glaube ich. Seit dem 1. April 2024 sind sowohl der Konsum als auch der Anbau von Cannabis in Deutschland vollkommen legal. Bis zu 3 Marihuana-Pflanzen kann ab heute jeder Erwachsene besitzen. Zum Konsum habe ich in den Wochen nach der Legalisierung ja auch ein Experiment gemacht, mit dem Fazit, dass aus mir wahrscheinlich kein richtiger Kiffer mehr wird. Und auch zum Eigenanbau wollte ich ein Video machen, denn was früher zu einer Razzia bei einem Zuhause geführt hätte, ist jetzt ein neues Hobby für viele. In einem Selbstexperiment wollte ich mir mal anschauen, was eigentlich alles so dazugehört, wenn man als Anfänger richtig gutes Gras züchten möchte, denn das ist ja voll die Wissenschaft für sich und gar nicht mal so einfach, weil ich selbst überhaupt keinen Plan von Mathematik habe. Digga, ich dachte einfach nur Pflanzen gießen, fertig. Wollte ich mich erstmal von Profis beraten lassen, dann das richtige Equipment kaufen und dann die nächsten Monate mein neues Gärtner-Hobby mit der Kamera begleiten. Aber gerade Anfang des Jahres war ich mit so vielen Themen gleichzeitig beschäftigt und es standen so viele Drehs in unterschiedlichen Städten an, dass ich gar nicht genau wusste, ob ich genügend Zeit finden würde, um mich ordentlich um die Pflanzen zu kümmern. Und so wurde es immer später und später im Jahr und ich habe irgendwie den richtigen Moment verpasst, mit dem Experiment zu starten. Mittlerweile haben so viele Menschen ein paar Pflanzen zu Hause stehen und es gab auch schon Videos von anderen Kanälen dazu, dass sich wahrscheinlich gar keiner mehr für so ein Video interessieren würde, oder? Also, ja, wenn andere das machen, dann machen das andere. Ich finde, dass da Tomatolix auf jeden Fall mal die Pflanzung starten soll. Also ich finde, er kann da locker reingehen und mal über, keine Ahnung, einen Monat oder 2 die heftigste Pflanze bauen jemals. Schlussendlich gegen die Umsetzung entschieden. Jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Selbstexperiment. Im letzten Jahr habe ich ja ein Video gemacht, in dem ich euch gezeigt habe, wie ich ein... Okay, noch eine Frage an euch. Wer von euch baut denn selber an? Hat hier jemand eine krasse Ahnung, was da noch schief gehen kann? Da kann doch nichts schief gehen eigentlich, oder? Also ich glaube, es gibt Pflanzen, die kannst du draußen einfach hinstellen und die machen ihr Ding. Und es gibt Pflanzen, die kannst du, die machst du halt mit Licht, im Keller vielleicht irgendwo, ne? Also mit Gießen und sowas. Schimmel und Milben kann eine Menge schief gehen, da kann alles schief gehen. Kann viel schief gehen, willst ja Top-Quali und keine Hecke. Ich frage mich auch, wie viele von euch dann erstmal so Botanik und alles dadurch angefangen haben. Ich glaube, viele hatten ihre ersten Berührungspunkte aufgrund der Legalisierung mit Pflanzen. Naja, wenn du Pech hast, fällt die eine Pflanze nach knapp 8 Wochen ab. Ich finde es verrückt, Alter. Was kosten denn so von einer guten Sorte die Samen? Kosten die viel? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Kaufst du einmal und brauchst nie wieder dann, oder? Weil du ja von der Pflanze dann, angenommen es klappt alles, von der kannst du dann wieder... 10 Euro pro Samen, 3 Samen, 30 bis 300 Euro. Du kannst Samen für 300 Euro kaufen, okay. Also das ist verrückt. Die geben keine Samen, wenn du weiblich hast. Okay, ich mach weiter, Alter. Das ist wirklich ein Thema für sich. Ich find's verrückt, wie viele von euch da drin sind, ehrlich. Eigenen Wein mache. Einfach, weil ich Wein mag und ich einen eigenen Wein haben wollte. Von der Traubenlese bis zur fertigen Flasche habe ich den ganzen Prozess begleitet und ihr konntet den Wein im Anschluss kaufen. Und was dann passiert ist, war echt unglaublich krass. Nach 2 Stunden waren alle Flaschen der sehr limitierten Auflage ausverkauft. Geile und Flasche, viele von aber. Euch waren traurig, dass sie keine Flasche abbekommen haben. Bei dem Projekt lief aber echt nicht alles wie geplant, da das erste Mal war, dass ich ein eigenes Produkt verkauft habe.
habe, gab es eine Menge Dinge, die ich nicht so richtig bedacht habe. Einerseits, wie aufwendig das ist, einen Shop in Eigenregie zu betreiben, aber auch, wie viel Zeit Kundensupport in Anspruch nimmt und was alles für Kosten auf einen zukommen. Im Endeffekt habe ich mit dem Projekt einen Verlust von 378,91 € gemacht. Also eigentlich alles okay. Gute Gründe, das Selbstexperiment des eigenen Weins ein für alle Male abzubrechen, aber das habe ich nicht gemacht. Mir hat das Ganze so viel Spaß gemacht und ihr habt auch immer wieder nach dem Wein gefragt, deswegen habe ich beschlossen, mit dem eigenen Wein in die zweite Runde zu gehen. Also habe ich mich erneut auf die Suche nach einem richtig, richtig leckeren Wein gemacht, habe viel rumprobiert und bin bei einem Weingut an der Ahr gelandet. Da habe ich Lukas kennengelernt, einen jungen Winzer, der Lust hatte, mich bei meinem Projekt zu unterstützen. Ich habe mit ihm meine Wünsche für den perfekten Wein besprochen und er hat dann einen Wein ganz nach meinen Vorstellungen hergestellt. Den Wein gibt es nicht bei uns im Weingut und nicht im Handel und auch nicht in Restaurants. Den Wein gibt es nur bei dir. Was ist jetzt so das Besondere an dem Wein, den wir gemacht haben? Also Blanc Noirs, dadurch, dass sie aus einer roten Rebsorte sind, haben immer ein bisschen mehr Körper. Ein bisschen Erdbeere, wir haben was von Pfirsichmus, gleichzeitig aber auch schon mal frisch geschnittener Apfel. Und das bringt so ein bisschen die Frische rein. Also gerade die Kombination macht es eben aus. Was würdest du sagen, was ist so das Besondere am Ahrtal? Das checke ich auch nicht, dass auf einmal so eine Weintraube noch so fruchtige Noten von was anderem abbekommt. Also das ist, also Aroma meint er, ja. Aber sehr schön, ja. Erinnert mich ein bisschen an die Area 47, gerade die Natur. Also jetzt nicht die Weinberge, aber der Rest. Weinregion. Das denken die sich aus. Die nördlichsten und kleinsten Weinbaugebiete. Ich denke, wir machen auch die besten Blonde Noirs Deutschlands, weil wir einfach sehr, sehr frisches Klima haben. Das gibt dem Wein Spannkraft und eine schöne Frucht. Wir haben aber auch einen schönen Körper dazu. Dadurch, dass wir sehr niedrige Erträge haben, das heißt wenig Trauben pro Stock, das führt immer eben zu intensiveren, kraftvolleren Weinen. Also die Kombination irgendwie aus beiden macht den Wein sehr besonders. Und so ist der Wein eben für ganz, ganz viele Momente im Leben auch geeignet. Natürlich braucht ein Wein auch ein schönes Etikett und ich wollte wie beim letzten Mal etwas in die Psychedelic-Poster-Richtung haben. Ja, ist schon geil. Aber etwas klassischer mit weniger Farben und so ist das hier. Also ich habe wirklich das Gefühl, wenn du die Flasche öffnest und das erste Glas trinkst, dass du den größten Trip deines Lebens schiebst. Also dass du Farben siehst und Gestalten und Formen, die du so noch nicht gesehen hast. Also das sieht mir wirklich aus nach dem heftigsten Trip. Also es ist ein geiles Design, ich mag die Farben auch. Hier noch die Pilze. Bro, also... Vor ein paar Tagen ging es dann endlich zum Etikettieren. So, okay, letzte Flasche. Ich habe jetzt wirklich mit meinem Team alle Flaschen hier etikettiert. Das hat ein bisschen gedauert. Ich finde es einfach geil. Ist das nicht wieder ein schönes Label geworden? Das sind schöne sommerliche Farben, weil der Wein auch so schmeckt. Ja, und so sieht er aus, der neue Tomatolix-Wein. Und was soll ich sagen, der ist echt richtig lecker geworden. Wir haben gerade so einen richtig schönen Sommertag. Und ich trinke den Wein, der hier auch so gewachsen ist. Und ich finde, das ist so ein richtig schöner, fruchtiger, leichter, ja, Sommerwein. Also so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und den könnt ihr jetzt kaufen. Es gibt ein paar Flaschen mehr als beim letzten Mal. Trotzdem handelt es sich um eine limitierte Auflage. Das heißt, wenn ihr wirklich eine Flasche haben wollt, wartet lieber nicht zu lang. Meinen Shop habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Und um keine News oder das ein oder andere Gewinnspiel zum Wein zu verpassen, könnt ihr mir gerne... Leid doch schon. Und ich habe mir noch was überlegt. Und zwar ist das Etikett ja an ein Poster angelehnt. Und deswegen habe ich mir überlegt, daraus auch einfach ein Poster zu machen. Und zwar, so sieht das Ganze aus. Das ist ein ganz hochwertiges Siebdruckposter. Davon gibt es nur 100 Stück und die werde ich jetzt alle per Hand nummerieren und signieren. Ich bin fertig. Ich habe alle 100 Poster nummeriert und signiert. Das heißt also, jedes Poster ist quasi ein Unikat. Das gibt es nur einmal. Das ist auf jeden Fall nicht gerade günstig, aber es ist auch einfach ultra teuer in der Herstellung. Also so ein Siebdruckverfahren ist halt schon so das Krasseste, was man machen kann. Ich habe extra richtig, richtig hochwertiges, geiles Papier ausgewählt. Aber ich glaube, gerade für die unter euch, die das Design... Ja, mit dem Papier hat Tomatolix vielleicht auch ein paar Videos zuvor noch den Joint gerollt. Also ich sage euch ehrlich... Sein richtig feiern und die vielleicht auch so ein bisschen auf Kunst stehen, ist das auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. 3 Tage auf Deutschlands größtem Sexfestival. Sommerzeit ist Festivalzeit. Es gibt diverse Musikfestivals, La Tomatina, wo sich Menschen mit überreifen Tomaten bewerfen. Und es gibt in Mecklenburg-Vorpommern das größte Erotikfestival Deutschlands. Auf einem Areal von ca. 60.000 Quadratmetern gibt es verschiedene Tanzflächen, Bars, Essensstände und natürlich großzügige Play-Areas, in denen man Sex haben kann. Nach meiner Reportage im Swingerclub wurde ich gefragt... Noch nie gehört. Ist jemand da?
Habe ich jemanden im Chat, der berichten kann? Ob ich nicht dazu ein Video machen möchte. Der Veranstalter war super offen und wir haben auch ein paar gefunden, das ich hätte begleiten können. Das klang für mich schon erstmal interessant, einfach weil ich noch nie davon gehört habe, dass es sowas gibt. Aber ich habe ja im letzten Jahr das Video über den Swinger Club gemacht und dieses Jahr über die Kinky Party. Und ich hatte das Gefühl, dass ich bei so einem Festival jetzt nichts großartig Neues über die sexpositive Community lernen kann. Außerdem ist es bei so einer Veranstaltung nicht wirklich einfach zu filmen. Und auch wenn Videos über Sex immer gut ankommen, muss ich da ja nicht jedes Thema mitnehmen. Das war eine Lüge. Da wird alles mitgenommen. Tomatolix hat verschiedene Streamer in den Urlaub geschickt mit einem Video über das Thema. VODs offline. Das ist nicht wahr. Und ich glaube auch, dass das Video heftig gewesen wäre, weil es ist eine Sache, keine Ahnung, auf eine Kinky Party zu gehen oder im Swinger Club zu drehen. Das andere ist, dass es da ein Festival für gibt. Das ist was ganz anderes, finde ich. Selbst wenn ich gewollt hätte, wäre das Ganze nichts geworden, weil das Festival aufgrund von einem Gewitter erst unterbrochen und dann ganz abgesagt wurde. Das Ergebnis immer noch halb alles unter Wasser. Also war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das Video nicht zu drehen. Das waren die Videoprojekte, die ich bisher dieses Jahr abgebrochen habe und ein kleiner Einblick in die Arbeit von meinem Team und mir. Ihr seht, wir arbeiten immer an vielen Videos gleichzeitig und es passiert immer wieder aus den unterschiedlichsten Gründen, dass nicht alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Übrigens, falls ihr Lust habt, mit uns zu arbeiten, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da gibt es aktuelle Stellenausschreibungen. Kameramann, du unterstützt uns bei der Produktion sowie in allen kaufmännischen, organisatorischen und koordinatorischen Angelegenheiten in der Vorbereitung während der Dreharbeiten und bei der Abwicklung. Du organisierst und planst Dreharbeiten. Dabei suchst du Protagonisten oder Locations, machst Termine aus und besorgst Requisiten. Du übernimmst die Reise- und Hotelbuchung und suchst schöne Unterkünfte heraus, ohne die Kosten aus dem Blick zu lassen. Du bist für die Organisation vom Arbeitsplatz, Arbeitsmittel und des Büros verantwortlich. Du prüfst und ordnest Belege, Rechnungen, Chat. Kein Kameramann. Ich glaube, die Kameramann und Cutter läuft auch unter der Hand. Ich würde arbeiten. Was mit dem Weinprojekt alles geklappt hat. Wenn ihr eine Flasche kauft, unterstützt ihr nicht nur unsere Arbeit, sondern bekommt auch einfach einen sehr leckeren Wein. Den Link dazu findet ihr, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Hier kommt ihr zu den Selbstexperimenten, die ich letztes Jahr abgebrochen habe. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ja, Chat, ich kann es euch immer nur sagen, ich kann es immer nur wiederholen. Tomatolix ist ein krasser Macher. Auch sein Team, also wer was sucht, Arbeitsbereich. Ich glaube, das ist eine geile Atmosphäre auch dort. Ganz kurz, ich runde es noch ab. Schaut euch an, Tomatolix.